BMS ist in den letzten Jahren massiv gewachsen. Das haben wir irgendwann einmal die Entscheidung getroffen. Denken wir wirklich ganz groß und gehen wir in ein neues Gebäude. Die größte Herausforderung ist gewesen, dass wir relativ spät zum Projekt dazugekommen sind. Die Zeitspanne, die wir gehabt haben für die ganze Planung, war relativ kurz. Dass man nachher die Techniker alle so einplant, dass alles durchgeführt werden kann. Was uns sehr gut gefallen hat von Anfang an, war das Thema der Nachhaltigkeit. Und die Anforderung war, Produktion in einem Sauberraum zu machen. Und das war der ausschlaggebende Grund für Robert. Wir haben ja ein System, welches gleichzeitig heizen, kühlen, aber auch lüften kann. Das heißt, wir haben im Prinzip drei Anforderungen, die der Kunde in uns gestellt hat und nur ein System vereint. Mit der Besonderheit, dass wir ein dezentrales System haben. Also jedes Gerät von uns kann selbstständig heizen und auch kühlen. Sprich, wir haben 5 Zonen, die unterschiedlich geregelt werden können, wo wir unterschiedliche Temperaturen fahren können, wo wir unterschiedliche Betriebszeiten realisieren können. Und das ist ein sehr flexibles und damit ein sehr effizientes System. Die Produktion mit dem Lager hat ca. 8500 Quadratmeter, was wir mit Hobel auch beheizen bzw. auch klimatisieren. In diesem Fall haben wir jetzt 12 Topwindgeräte und 2 Rufwindgeräte und jedes dieser Geräte wird dezentral über eigene Wärmepumpe versorgt. Jede dieser Wärmepumpe hat 30 kW, das heißt, wir haben also insgesamt hier eine installierte Heizleistung von ungefähr 420 kW. Das ist, damit man sich das besser vorstellen kann, ungefähr so viel, dass man in etwa 50 Einfamilienhäuser das ganze Jahr schön beheizen kann. Die Zusammenarbeit war aus meiner Sicht sehr gut. Es ist alles sehr sauber gemacht worden, speziell auch unsere Kältetechnik hat das perfekt gemacht. Eigentlich ein Wahnsinn, wie schnell das gegangen ist.